Asiens Superstar Janine will jetzt ihre deutsche Heimat erobern. Luxusreiseunternehmer Christian zeigt uns, wo er am liebsten abtaucht. Das ist die größte Villa Phuket mit 5000 Quadratmetern. Die gehört meinem Onkel aus Wien. Dagegen kann Muay Thai-Champion Pascal hier nur selten chillen. Mein Traum ist es, einer der besten Kämpfer der Welt zu werden. Sie alle sind nach Phuket gekommen, um sich ihre Träume zu erfüllen, unter Palmen, an den schönsten Pools im Paradies. Doch das hat auch seine Schattenseiten. Zwischen Tiefschlägen und Triumphen wir begleiten deutsche Durchstarter auf Phuket. Die größte Insel des Königreichs Thailand liegt in der Andamanensee, eine Flugstunde von der Hauptstadt Bangkok entfernt. Von dort ist die 16-jährige Janine Weigel angereist, um in den nächsten 3 Tagen ihr erstes deutsches Musikvideo zu drehen. Los geht's mit Aufnahmen an den Traumstränden der Westküste. Ständig im Schlepptau hat sie dieses Trio. Paul Rawatz, Panyavut und Tara Korn. Die drei dokumentieren Janines Leben für die sozialen Netzwerke, denn dort dauerpräsent zu sein, ist für sie ein Fulltime-Job. Die Thai-Deutsche spricht seit 6 Jahren vorwiegend Englisch und Thai. Deutsche Interviews sind noch ungewohnt. Ich arbeite fast 6 Tage die Woche. Also wenn ich nicht draußen arbeite, dann arbeite ich zu Hause in meinem Büro. Also wir haben da sozusagen wie ein Haus, das ein ganzes Büro ist, und ich arbeite dann mit meinem Team auf YouTube-Videos und so. Und also ja, wir machen meistens YouTube-Videos. Mit Mega-Erfolg. Statt die Schulbank zu drücken, ist sie mit 16 asiatischer Superstar, hat Top-10-Hits in Thai und Englisch, spielt in Filmen, Serien und hat hochkarätige Werbeverträge. Zudem 2 Millionen Facebook-Fans, 1 Million Instagram-Follower und über 2,2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ich habe YouTube, seit ich 12 Jahre alt war, gemacht, und ich mache das immer noch. Und ja, also ich mache jetzt, außerdem mache ich jetzt auch wie zum Beispiel Gaming und so und Vlogs. Doch ihre Cover internationaler Hits sind der Startschuss ihrer Karriere. Seit 2013 hat Janine ihren eigenen YouTube-Kanal. Über 80 Songs werden mehr als 300 Millionen Mal angeklickt. Stars wie Ashton Kutcher schwärmen von ihrer Stimme. Sie bekommt einen Plattenvertrag und gehört in Asien jetzt in die absolute A-Liga. In ihrer Wahlheimat Bangkok kann sie längst nicht mehr unerkannt das Haus verlassen. Auch auf Phuket wird sie immer wieder von Fans fotografiert und erkannt, wie hier beim Restaurantbesuch. Die Kellner und so, die erinnerten sich an mich, und deswegen wollten die auch so Fotos machen. Hier auf Phuket ist es wahrscheinlich auch viel chiller, weil hier nämlich da meistens nur Ausländer sind. Deswegen habe ich mehr Ruhe hier als in Bangkok. Wenn ihre deutsche Single ein Hit wird, kann sich auch das ändern. Ich will zurück zu dir. Damit die Arbeit sie nicht überfordert, sind ihr deutscher Vater Rainer und die thailändische Mama Niraya immer dabei. Die 46-Jährige war selbst mal Sängerin, allerdings nicht berühmt, bevor sie den heute 61-jährigen Rainer im Internet kennenlernt. Geboren und aufgewachsen ist Janine daher im nordrhein-westfälischen Steinfurt. Als Rainer in Rente geht, zieht die Familie nach Bangkok. Da ist Janine 10. Dass sie in nur 6 Jahren zum Superstar wird, kann der Papa kaum glauben. Ja, gibt ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man eben auch sieht, wie die eigene Tochter dann halt sowas alles macht und so Erfolg dann hat. Nicht der Sport, sondern die kilometerlangen Sandstrände, Sonne satt und eine traumhafte Küstenkulisse machen Phuket zum Hotspot für Promis. Beyoncé, Lindsay Lohan und der gesamte Kardashian-Clan lieben Thailands Trauminsel. Und mit ihnen verdient er sein Geld. Christian Schwind organisiert Luxusreisen und Yachtcharter für die Superreichen. Jüngst haben wir gerade Leonardo DiCaprio vor 6 Wochen hier begrüßt mit seiner Mama, die Geburtstag hatte zu der Zeit. Seit 6 Jahren arbeitet der Berliner auf der Trauminsel. Wenn er gerade nicht im Büro sitzt, genießt er die vielen Annehmlichkeiten auf Phuket. Wir treffen ihn in einer der größten Villen Thailands, die ihm allerdings nicht selbst gehört. Er verwaltet sie für seinen Onkel. Das Anwesen liegt am Hang oberhalb der Badebucht von Phukets Partyhochburg Patong. Sein Onkel Stefan, 68 und Milliardär, hat sein Vermögen mit Mode gemacht. Da die Supervilla meistens leer steht, darf sein Neffe hier abhängen. Also mein Onkel, dem die Villa gehört, der lebt eigentlich in Wien und nutzt die sehr selten, da er geschäftlich für eingebunden ist. Und ich komme hier ab und an her, mit Freunden zu feiern und schöne Poolpartys zu zelebrieren und einfach eine schöne Zeit zu haben. Das Haus hat 5 Schlafzimmer.
Das Bad, eine traumhafte Aussicht. Es gibt ein Fitnessstudio und ein Heimkino, gespickt mit dem ein oder anderen Unikat. 5 Angestellte arbeiten hier das ganze Jahr, darunter ein Chefkoch aus Florenz. Doch was kostet das Prachtstück eigentlich? Ja, in der Kategorie und in der Lage hier, mit Blick auf den Ozean, sind das 20 Millionen Dollar. Christian wächst im ehemaligen Ost-Berlin bei seinem Stiefvater und seiner Mama auf, der Schwester des Wiener Onkels. Sein Bruder Marcel ist 6 Jahre jünger, spielt professionell Eishockey bei den Berliner Eisbären. Nach einer Sportverletzung zieht er 2008 als Erster nach Phuket und ebnet Christian den Weg. Ich hatte halt den Vorteil, dass mein Bruder hier schon ausgewandert ist und schon das System und diese neue Welt für sich erkundet hat. Und ich bin dann automatisch gleich reingewachsen. Insofern bin ich auf sehr weiches Kissen gefallen und musste mich gar nicht so diesen typischen Herausforderungen stellen. Als PR-Manager hat Christian in Deutschland ein gutes Netzwerk aus Künstlern und gut Betuchten. Sein Bruder kennt viele Sportler. So starten beide 2011 auf Phuket ihre Luxusreiseagentur. Sie haben aber vorher gut Geld verdient und kommen auch nicht aus armem Hause. Auf Phuket trifft Christian seine jetzige Ehefrau Chada, wird Vater der heute 5-jährigen Naomi und beteuert, es ohne familiäre Finanzspritzen geschafft zu haben. Wir haben das Leben, was wir uns erträumt haben, mussten natürlich dafür auch hart arbeiten, weil da steckt viel Disziplin dahinter, viel Büroarbeit und die meisten Leute sehen natürlich immer auch den Glanz und den Glamour. Inzwischen sind die Strandszenen für Janine Weigels erstes deutsches Musikvideo im Kasten. Auch hinter ihrem Erfolg steckt harte Arbeit. Zur Schule geht die 16-Jährige längst nicht mehr. Wenn sie keinen Job hat, besucht sie Online-Kurse zur Uni-Vorbereitung. Sie spricht neben Thai, Englisch und Deutsch auch Vietnamesisch und Chinesisch. Möchte Europa und Amerika erobern. Eine Auszeit kennt sie nicht. Das letzte Mal, als ich im Urlaub war, das war so lange her, ich erinnere mich eigentlich nicht mehr davon. Und morgen bei TAF, Superstar Janine betritt mit uns absolutes Neuland. Ich war noch nie auf einer Yacht. Um mit 16 asiatischer Superstar mit Millionen Fans zu sein, muss man immer Vollgas geben. In meiner Freizeit arbeite ich. Ich weiß nicht, also es macht mir halt Spaß, dann YouTube zu machen und immer etwas Neues zu finden. Er dagegen hat seinen Luxus-Lifestyle einfach zum Beruf gemacht. Wir organisieren Yachtcharter für die Schönen und Reichen wie Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Angelina Jolie, JC und Beyoncé. Eine Bucht weiter in Surin treffen wir den nächsten Frühaufsteher ganz bodenständig im Hotel. Guten Morgen, Taf, kommt rein. Die 16-jährige Sängerin Janine Weigel ist aus Bangkok angereist, um ihr erstes deutsches Musikvideo zu drehen. Doch es gibt ein Problem. Ich bin heute um 4 aufgestanden, weil ich konnte nicht mehr schlafen. Weil ich musste nämlich heute mein Make-up dann halt selbst machen. Es gibt immer meistens so einen Make-up-Artist, der mich immer dann halt schminkt. Aber heute habe ich halt ja keinen, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, bei ihren Auftritten als Sängerin, am Set ihrer Filme oder TV-Serien, die Thai-Deutsche wird stets professionell betüttelt, denn sie ist mit fast 3 Millionen Facebook-Fans, 1 Million Instagram-Followern und über 2,2 Millionen YouTube-Abonnenten in Asien ein Megastar. Nur heute ist ihr Make-up-Artist krank, dafür kommt Hilfe für die Haare. Da tobt sich der Teenager gern farbtechnisch aus. Derzeit trägt sie Regenbogen. Also meine natürliche Haarfarbe ist braun. Ich habe die mal schwarz gefärbt und pink und orange und ja, diese Farbe, also ungefähr 5 Haarfarben. Fürs deutsche Musikvideo soll ein neuer Look her, daher trägt sie Perücke. Als die endlich sitzt, düst ihre gesamte Gang zum Drehort. Darunter ihre persönliche Schirmherrin, ihr deutscher Vater Rainer, die thailändische Mama und Managerin Niraya sowie ihr persönliches Fototrio Panyavut, Tarakorn und Polrawat. Und was sagt Janine zur 23 Meter langen Location? Ich war noch nie auf einer Yacht. Das ist mein erstes Mal. Und dann chillt sie auch noch im selben Sessel wie bereits halb Hollywood. Dass die 3-Millionen-Yacht auf Phuket heiß begehrt ist, verrät uns Christian Schwind. Der 37-Jährige zieht 2011 von Berlin ins Paradies und gründet eine Luxusreiseagentur, die solche Prachtstücke an Promis und Millionäre vermietet. Kosten pro Tag 5.000 Euro. Jüngst haben wir gerade Leonardo DiCaprio vor 6 Wochen hier begrüßt mit seiner Mama.
die Geburtstag hatte zu der Zeit und er einfach eine schöne Familienzeit mit seinem Onkel, seiner Tante und seiner Mama zusammen hier verbringen wollte. Davor das Jahr hatten wir zum Beispiel Brad Pitt und Angelina Jolie. Das war die letzte romantische Reise vor der großen dramatischen Trennung. Und dann unter anderem Gäste wie Beyoncé und Jay-Z. Und andere Namen aus dem Sportbereich wie Cristiano Ronaldo und Jenson Button aus der Formel 1. Solche Namen muss man sich hier auf dem Boot vorstellen. Da die Inselwelt rund um Phuket weltweit einmalig schön ist und immer mehr Millionäre hier Urlaub machen, laufen Christians Geschäfte quasi von selbst. Auch Janine nutzt die beliebte Filmkulisse Phanya Nationalpark für ihr Musikvideo. In ihrem deutschen Song Zurück zu dir geht's eigentlich um die Liebe. Doch das, was sie fürs Video spielt, ist für den Teenager Neuland. Ich hatte noch nie einen Freund oder irgendwie sowas und ich möchte jetzt auch noch keinen Freund haben. Ich hatte noch nie irgendwie so, Experience. Erfahrung? Ja, ja, so eine Erfahrung. Deswegen fühlt sich das mehr an, als ob ich das halt mehr für mein Heimweh für Deutschland singe. Inzwischen spricht sie nicht nur besser Thai und Englisch als Deutsch, sie hat auch das asiatische Schönheitsideal schneeweiße Haut komplett übernommen und Panik, braun zu werden. Bei 33 Grad ohne Schatten gar nicht so einfach. Da muss sogar ihre thailändische Mama Niraya als Schirmträgerin ran. Ich versuche halt aus der Sonne zu bleiben, weil ich mag meine Hautfarbe sowieso schon sehr, wie sie ist. Also möchte ich sie nicht verändern. Ihre Karriere nimmt Janine super ernst. Nach jeder Szene prüft sie akribisch jede Aufnahme. Und etwas Eitelkeit spielt auch eine Rolle. Ich bin ein bisschen kontrollfreak. Also ich muss dann immer gucken, ob die Szene okay ist, ob meine Haare oder vielleicht mein Make-up oder vielleicht die Landschaft okay ist oder so. Sängerin Janine Weigel muss heute das Paradies verlassen. Ihr Musikvideo ist abgedreht. Ihre erste deutsche Single erscheint morgen. Die Thai-Deutsche aus Steinfurt zieht mit 10 nach Bangkok und ist mit 16 in Asien Superstar. Als Schauspielerin, Sängerin und Social-Media-Star hat sie Millionen Fans. Jetzt will sie ihre deutsche Heimat und Amerika erobern. Doch wieso hat ausgerechnet sie so eine kometenhafte Karriere hingelegt? Persönlich finde ich, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass ich immer etwas Neues versuche, also wie zum Beispiel bei YouTube. Ich mache jetzt nicht nur Covers, aber ich versuche auch etwas anderes zu machen, wie zum Beispiel Gaming oder Vlogs halt, damit meine Fans wissen, wie mein tägliches Alltag dann halt ist und so. In 2 Monaten wird Janine 17. Doch wie manch anderer Teenie-Star, frühzeitig auf Vamp zu machen, ist so gar nicht ihr Ding. Sie traut sich nicht in Bikini vor die Kamera. Und auch wenn ihre persönlichen Paparazzi Paul Rawat, Tara Korn und Panya Wood absolut alles ablichten, will sie in den sozialen Netzwerken keineswegs alles von sich preisgeben. Ich würde vielleicht erstmal warten, bis ich vielleicht 18 oder 20 bin. Also ich will das jetzt noch nicht machen, also so wie die Kardashians. Außerdem sind Janines Eltern immer dabei, um aufzupassen. Ihre Thai-Mama Niraya und der deutsche Papa Rainer. Dank Janines Erfolg hat die Familie in Bangkok bereits 4 Häuser gekauft. Das Wohnhaus der Weigels, 2 Büros für die 10 Angestellten und Janines persönliches Funhaus mit Fitnessraum, Tanzstudio und zahlreichen Haustieren. Auf Phuket will sie sich noch einen Herzenswunsch erfüllen und besucht mit den Eltern Thailands größtes Tierheim für Straßenhunde. Ich mag Hunde sehr gerne, auch Hunde und Katzen. Ich habe zu Hause 5 Hunde und 8 Katzen. Wenn es nach den beiden ginge, wäre ich wahrscheinlich inzwischen Zoodirektor. Ne? Über 720 Straßenhunde werden hier aufgepäppelt. Viele Prominente wie Twilight-Star Karen Lutz adoptieren hier Hunde oder spenden Geld. Janine will eigentlich auch nur was spenden und sich umschauen. Doch dann entdeckt Mama Niraya diese Hundewelpen. Ich habe mich in den Welpen verliebt. Der ist 8 Wochen alt. Schaut mal, wie süß der ist. Wir werden jetzt 2 Hunde adoptieren. Die sind beide halt von derselben Mutter. Und ja, wir werden den dann von Phuket nach Bangkok fliegen. So leicht ist ein Superstar also glücklich zu machen. Und so fliegt Janine nicht nur mit neuer Single nach Hause, sondern auch mit süßen Welpen und vielen unvergesslichen Erinnerungen an ihren Trip ins Paradies.